warte mal. Ist irgendwas? Ey, du läufst die ganze Zeit schon ein paar Meter von mir abseits, als ob du von mir weglaufen willst. Nein, ich bin einfach müde, es wird schon gut besser. Ist wirklich alles okay, ne? Geschichte veranstaltet. Ja! Also ich freue mich, dass du ja wieder gute Laune hast, aber wirklich, wirklich mach mir ein bisschen Sorgen, Müller. Komm, du warst tagelang in deinem Zimmer. Ey, pass auf, mir ging's ein bisschen flau an dem Abend, ja, aber es ist alles in Ordnung, alles gut. Ich will einfach nur feiern! Okay. Okay? Ja. Geil. Sehr gut. Cool. Ich hab sie auch schon gefragt. Sie will einfach nicht darüber reden. Okay, cool, dann gut, dann gehe ich mal schlafen, Leute. Abby! Komm, mach mit! Ey, komm schon! Hier! Zeig uns doch mal deine schönen Moves. Hm? Du bist scheiße. Ey, und ich mix für euch alle Drinks? Ja! Yeah! Geil! Möchtest du? Überrasch mich! Okay. Ja? Cool! Ja! Ich habe in den letzten Tagen echt viel über mich und Janis nachgedacht und mir fehlt einfach irgendwie was in der Beziehung. Und keine Ahnung, kann sowas überhaupt eine Zukunft haben, wenn wir uns ständig nur streiten? Jo. Schon wach? Mhm. Komm, ich werd mal was. Hm? Nee, ich war auch schon duschen. Ja und? Sag mal, Emmy. Was ist denn los? Hm? Ey, ich hab schon seit ein paar Tagen das Gefühl, als ob irgendwas, keine Ahnung, zwischen uns ist. Ey, entweder gehst du mir komplett aus dem Weg oder wenn wir mal Zeit verbringen, dann streiten wir uns nur. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass bei uns noch alles gut ist? Ey, was wird das denn jetzt? Ha? Mann, keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich benennen, aber irgendwas fehlt mir einfach. Ja, und was fehlt dir? Mehr Aufregung. Mehr Abenteuer. Schon wieder. Die Diskussion hatten wir doch erst letzte Woche. Willst du jetzt jede Woche darüber reden? Hä? Mann, Emmy, wir können doch nicht einfach jeden Tag irgendein geiles Event haben oder mega Aufregung haben. Ey, wir hatten vor einer Weile ein Dreier. Reicht dir das nicht? Ist doch alles gut, wie es ist. Aber, weißt du, was ich glaube? Mann, du suchst einfach Probleme da, wo keine sind. Hä? Warum ist Janis nur so ignorant? Ich meine, nichts ist gut, wie es ist. Nichts. Das ist auch nicht nur eine kleine Krise, sondern es fühlt sich viel, viel übler an. So, Schwanitz! Ja? Wir verbringen jetzt Zeit miteinander. Ich war lange nicht da. Wie läuft's an der Front? Mit Jan ist alles gut? Alter, wie soll's denn laufen bei dieser Beziehung? Ist doch zum Einschlafen. Kann doch nicht laufen. Olli. Warten. Sie gefragt. Ja, genau. Sie hat mich gefragt und schön, dass dich meine Beziehung so interessiert. Und die geht dich nichts an. Von daher verkneif dir deine Sprüche. No, weinst du jetzt? Nee, tu ich nicht. Gut, können wir einfach mit Yoga anfangen und so alle lieben? Ja, das auch nicht. Doch, ey, so. Jetzt hat sie angefangen, ja. Ey. Ich gehe in den Crossfit-Bereich, ja? Nein, Emmy, wir wollten Yoga machen, komm. Ich hab keinen Bock auf Olivia. Ja, okay. Ich komm später mal. Emmy, zieh ich den noch nicht. Super, Basti hat mir gerade noch gefehlt. Ich meine, einerseits will ich ihn nicht sehen, aber andererseits tue mich diese Begegnung mit ihm einfach dermaßen an. Ich war gerade fertig. Gib's auf. Du solltest es auch jemand nicht festhalten. Emmy,
Was ist denn jetzt zwischen uns? Was wird denn das jetzt hier zwischen uns? Also, wo landet denn das jetzt mit uns? Dankeschön. Kommst du mit in den Kunstwettbereich, hm? Amy? Milla? Was läuft noch mit Basti? Nichts. Da läuft nichts. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Wir werden reden. Milla, da gibt's nichts zu bereden, okay? Da gibt's bestimmt was zu bereden, oder? Entweder reden wir morgen oder heute noch, oder ist mir egal, aber wir werden reden. Mhm. Okay, scheiße. Was hat Milla jetzt genau alles mitbekommen? Ich meine, das, was zwischen mir und Basti ist, das kann ich mir selbst nicht wirklich erklären. Aber was ich weiß, ist, dass es mich verdammt heiß macht, wenn Basti genau das tut, was ich sage. Hey, Schwanitz. Hey, Brand. Gerne später. Ja. Ist alles in Ordnung? Was war denn das mit Basti? Übrigens. Wie? Hm? Da war nichts mit Basti. Nee? Durch die Zangen? Nein. Ich hab Scheiße gebaut. Und du hast mit ihm geschlafen, das ist ekelhaft. Ja. Hallo? Hab ich nicht. Aber danke dafür. Hm? Nein, Mann. Pass auf. Ich hab nicht mit Basti geschlafen, aber wir haben da so eine Art was am Laufen. So eine Art. Ich hab doch mal diese Fotos mit Tara gemacht, diese sexy Fotos für Janis. Mhm. Und da hat Basti sich eins geklaut und ich bin halt darauf aufmerksam geworden, dass er auf mich abfährt. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, irgendwie was, aber wir fassen uns dabei nicht an. Weißt du? Mhm. Irgendwie hat das was. Ich weiß auch nicht, aber ich habe ein super schlechtes Gewissen. Nee, pass auf, der Basti? Reden wir vom selben jetzt, oder was? Hey, Basti. Hi. Hey, Basti. Alles klar? Alles gut bei dir? Was machst du? Ich würde eigentlich mal nach Paula schauen, aber die ist ja anscheinend beim Sport. Ja. Ja, ja, ja. Bodyburn, läuft alles? Ja, klar, logisch, natürlich. Ist alles ein bisschen ordentlich. Okay. Wo haben wir gerade? Emmy. Ja. Ja gut, ich habe eigentlich gedacht, es sah so aus, als ob alles cool wäre zwischen euch. Habe ich auch gedacht. Ich weiß wirklich nicht, was jedes Mal ihr Problem ist. Und ich hoffe einfach nur, dass es einfach nur eine Phase ist und dass die bald um ist. Ja. Ich meine, du hattest das mit dieser Nachbarin Nina, jetzt hast du dieses Ding mit Basti. Ich weiß auch, dass das gerade zwischen dir und Janis schwierig ist. Habt ihr überhaupt noch eine Beziehung? Liebst du ihn noch? Natürlich. Ja? Ja, aber mir fehlt halt einfach was im Moment. Mir fehlt Aufregung, mir fehlt Aufmerksamkeit vor allem. Pass auf, wenn Janis dir nicht das geben kann, was du eigentlich brauchst, dann hast du eigentlich schon deine Antwort, oder? Jetzt mal so gefragt, ohne dir zu nahe zu treten. Meinst du, da ist vielleicht ein anderer Typ oder so? Ich hab mich nur verschluckt. Ich mische gleich mal. Versteh mich nicht falsch, aber... Nee, alles gut. Aber das, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Schätze ich auch nicht sein. Keine Ahnung, wie gesagt, ich hoffe, das ist wirklich nur eine Phase. Man hat's ja mal, dass man einfach... Ich bin nicht etwas schuld, dass er zwischen den Beinen kriselt. Ich würde Emmy total gerne vergessen, aber ich kann irgendwie nicht. Diese ganze Psycho-Sex-Nummer, die hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Ich muss unbedingt nochmal mit ihr reden. Warum rufst du mich an? Hi, hi. Ich wollte eigentlich nur mal kurz mit dir reden. Emmy, ich wollte eigentlich nur mal jetzt wissen, was jetzt zwischen uns ist. Ja.
Natürlich, deswegen rufst du an, Basti. Komm, du kannst zugeben, dass du mich sehen wolltest, oder? Hm? Ja, auch. Gut, aber du weißt schon, dass du mich so einfach nicht sehen kannst, oder? Du musst schon was dafür tun. Und zuerst will ich dich sehen, und zwar nackt. Von daher, zieh dein Shirt aus. Was? Ja, nee, aber ja... Weißt du, wenn du es nicht tust, dann leg ich auf, okay? Mir gefällt, dass Basti einfach alles tut, was ich sage. Und ehrlich gesagt, diese Spielchen, die sind einfach gerade viel zu aufregend und geiler als alles andere. Und genau das brauche ich gerade. Okay, und jetzt? Ich bestimme das Tempo. Okay. Oh Gott, du bist so sexy. Oh mein Gott. Mach weiter. Nein, du fängst an. Fass dich an. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mach weiter. Dennis. Was geht hier ab? Es ist nicht das, wonach es aussieht, wirklich. Basti? Abby, was geht hier gerade? Ich kann dir das wirklich erklären. Okay? Wie soll das hier... Ich kann dir die Situation... Du willst mich verarschen jetzt gerade, oder? Janis, wirklich, ich kann dir das erklären, okay? Ich will gar nichts hören, Mann. Ist er der Grund, warum es diese Scheiße in der letzten Zeit... Ist er der Grund, Basti, Alter? Nein! Basti ist da, weil es Scheiße zwischen uns läuft, okay? Was? Alter! Ja, das wird. Du bist krank, Alter! Und das ja, letzte Ding... Warte, bist du okay? Scheiße, Mann, das hätte niemals passieren dürfen. Was mache ich denn jetzt? Als eine perverse Drecksau und mieses Schwein! Ich hab gedacht, ich hab die ganzen Nägel heiß weggeworfen, als ich damals in Therapie musste. Bist du dir bewusst, dass du eine Beziehung zerstörst? Verdammt nochmal, fang an, dich selbst zu lieben, damit du für dich selbst kämpfen kannst. Wenn du nicht reden willst, dann kann ich dein Geschenk auch so geben. Ein Auto? Ja. Vor der Türe? Ja. Das ist richtig geil. Gar keine Frage, ey. Guck mal, wir können da den ganzen Sommer mit rumfahren, ja?